Morgen YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe mir Frühstück gemacht, Waffeln. Ich liebe diese Waffeln. Die haben übrigens 30 Gramm Protein, also diese ganze Portion ordentlich Ballaststoffe. Ein perfektes, ausgewogenes Frühstück. Ich habe auch letzten Samstag ein Rezeptvideo für diese Waffeln hochgeladen. Der Link ist in der Infobox. Probiert's aus, geht auch wirklich sehr, sehr schnell, ist extrem lecker und ich freue mich auch schon sehr, das jetzt gleich zu essen. Dazu habe ich einen Chai und gucke ein bisschen YouTube und lasse den Sonntagmorgen entspannt starten. Die Sache ist nämlich, ich fahre nächste Woche nach England, nach London, um genau zu sein, um meine geliebte Lena zu besuchen mit Niklas zusammen und muss jetzt sehr viel Content vorplanen. Habe noch eine Bloggeschichte, die ich machen muss und ja, eigentlich ist das alles ziemlich viel. Ich habe ja auch noch Hausarbeiten zu schreiben. Und eigentlich wäre dieser Tag sehr, sehr stressig. Aber ich dachte mir, nein, keine Chance. Kein Stress für Regina. Ich mache mir einen entspannten Morgen. Mache alles, soweit ich komme. Ob sich das am Ende alles so ausspielt, wie ich es gern hätte, weiß ich noch nicht. Vielleicht habe ich am Ende dann irgendwie noch mehr Druck. Mal gucken, keine Ahnung. Vielleicht ist es aber auch genau das Richtige in eigentlich stressigen Momenten ein bisschen runterzufahren. Ich probiere es aus. Was kann schon passieren? Sehen wir dann, ne? Auf jeden Fall Essenszeit. Ah, falls ihr das Video gesehen habt, das Rezeptvideo für die veganen Proteinwaffeln, schreibt mal bitte Hashtag Waffeln in die Beschreibung, damit ich sehe, wie viele Leute, die meine Vlogs gucken, auch das Rezeptvideo gesehen haben. Wäre wirklich super. Hashtag Waffeln. Was für mich nicht immer, aber sehr oft dabei sein muss beim Schneiden, sind Katjes. Oh mein Gott, ich liebe sie. Gerade habe ich so saure. Die sind echt ganz schön geil. Guckt mal, wer komplett zerfusselt aufgestanden ist. Ne, Milo? Was ist dein Katze? Machen wir mal ein bisschen Schrotti, ne? Oh, Kleiner. Bist du wach? Ich nehme mal so. Oh, gut. Der Kleine braucht eine Bauchmassage, hm? Was, eine Massage? Hast du viel gegessen oder was? Kleiner. Ja. Ja. Oh, ich liebe dich so. So sehr. Während ich ihn hier massiere, den Kleine, mache ich eine kurze Pause und esse. Mein Lieblings-Navio-Aufstrich, der Hot Mexican, schmeckt überragend. Niklas ist wieder da, der war nämlich weg jetzt übers Wochenende und wir machen jetzt das dritte Paket aus der HelloFresh Box. Zeige ich euch gleich, was es ist, wie es wird und so weiter und so fort. Far away, but I will stay, I will stay.
from what I feel inside. There's no more time to hide. Because I. Was ist los, Niklas? Nichts. Das ist überhaupt nicht zu schaffen. Überhaupt nicht zu schaffen. Ich brauche doch nicht viel Brot. Ehrlich nicht. Tja, da bin ich mal gespannt, ob das zu scharf ist oder nicht. Wir machen jetzt einen Live-Test, Leute. Ja, schon scharf. Schmeckt aber sehr lecker und sehr authentisch. Ja. Ja. Boah, Leute, das ist ultra scharf. Ich muss richtig. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe aufzuessen, weil es ist echt scharf. Boah, Leute, ich habe gerade Ugly Delicious auf Netflix angefangen und die reden da am Anfang die ganze Zeit über Pizza, sodass ich mir jetzt eine bestellt habe. Aber die Pizza hatte ich, glaube ich, schon mal. Das ist eine vegane Pizza und die schmeckt so überragend. Die schmeckt so geil, zeige ich euch gleich. Die ist so... Aber die kommt erst in der Stunde. Bis dahin schneide ich mein Video zu Ende und freue mich aufs Essen. Meine Pizza ist soeben gekommen und die zeige ich euch jetzt auch. Oh mein Gott, geil. Oh mein Gott. Leute, die ist vegan und ach, die schmeckt so geil. Das ist absolut crazy. Ich glaube, er vermisst Niklas. Niklas war zwar vorhin kurz da, aber er ist wieder weg. Hallo. Hallo. Oh, mein Kleiner, mein Kleiner, mein Kleiner. Ich will dir einen Kuss geben. Das Video ist zu Ende geschnitten und Milo, hallo Milo, befindet sich auch schon im Bett. Okay, jetzt geht er wieder. Aber das heißt einfach Schlafenszeit und in den letzten Tagen geht er echt immer Punkt 12 hier ins Bett, um mir zu sagen, hey Regina, schlafen. In diesem Video gibt es wie im letzten kein Trainingsedit, liegt einfach daran, dass ich zurzeit, also diese Woche Deload gemacht habe, heute ja sowieso Rest Day und ich habe auch heute diese Woche zwei Rest Days gemacht, weil ich mich echt fertig gefühlt habe und hoffe, dass ich dann morgen wieder richtig durchstarten kann. Aber ja, der Deload war nötig, auch wenn es sich echt komisch anfühlt, so wenig zu machen und dann ist man schon so schnell durch und ich dachte nur so, das war jetzt mein Training. Aber es tut auf jeden Fall mega, mega gut. Ich schlafe tatsächlich auch viel, viel besser. Ich habe heute auch ausgeschlafen so richtig. Das hat mir, glaube ich, auch gut getan. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, abonniert ihn. Würde mich sehr freuen, euch hier begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich aufs nächste Video mit euch.